Abwehrbasis ist halt eine Flakbatterie, die den Luftraum verhält. Im nächsten Part versuchen wir uns mal nicht zu weit. Die Flak ist im Westen, die Funkanlage im Osten. Auf geht's. Nee, du gehst da runter. Du gehst da runter. Warum? Geh da runter. Oh, geh halt runter. Warte, ist das denn heute nicht ein besserer? Als ich oben einen mit so einem Gauss-Kanone? Willst du mich gerade verarschen? So, weiter geht's mit Part 3 von Halo Reach auf legendärem Schwierigkeitsgrad. Fuck. Ah, nee, das ist nur ein Transporter. Ja. Warum war das? Und jetzt mal ein Part komplett ohne Vibe. Oh, ich muss mir das mal aufschreiben. E1 ist bei 30 Min, Part 2 ist bei 54 Min. So, gut. Hab ich nachher einfacher beim Chill Nighten. Kraftregen für Profis 14 von 75, keine Ahnung was das heißt. Erfolgszähler für Erfolg. Achso, das gibt Erfolgszähler, das ist natürlich praktisch. Ah, das war auch Assi hier. Oh scheiße, ja, wir müssen drehen bleiben. Ja genau, hier kam dann nämlich, genau, diese neue Art von Raid, die es dann in Combat Evolved nicht mehr gab. Das ist unsere. Ja, das macht er auch geschmiert. Stirb, Kartoffel. Ich übrigens auch. Schön Ansagen, wenn der Schild da ist. Schild ist wieder Kuli. Ist wieder unter. Ja, aber stehst du denn auch irgendwo? Das ist euch übrigens aufgefallen, wir sind dreimal bei 6, also 666. Der Generator läuft wieder. Brenne die Funkanlage. Ja. Irgendwo. Ohr, 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 Ohr. Ja, in Bewegung. Ja, genau. Wahrscheinlich die Himmel wieder einsammeln, aber. Ich hätte noch einen Kaffee trinken in der Bude. Ich glaube, vielleicht gab es Kaffeeautomaten, ja. Gleich im Boot, gleich im Boot, gleich im Boot, also mein Schild ist unten. Dass die Warthogs so viel aushalten, ist schon klar. Nicht mal, ja, Schild ist wieder oben. Naja, die Warthogs halten viel aus. Du hängst in das Schwarz, was du uns sollst. Jawohl. Wie sprintet man denn mit dieser Steuerung? LB. Enter. Oh, jetzt hat er Stoff gegeben. Aber wie er mich auch sofort rief, gell? Bam, bitch. So. Ja, wir müssen den Angriff angreifen für die Ansteuerung. Ach, echt das Ding? Ja, ja. Oh, jo. Ach, der ist immer noch einer. Zack. Zu wenig, zu spät. Zu wenig? Zu viel zu spät, meinst du? Limbo auf der ewigen Suche des Golden Sticks. Er schafft 6.
Schläfer. Und jetzt zur Luftwehrbasis. Gerade angedübelt. Es war eine Schwerzentrale hier. Dachten, sie bräuchten etwas mobile Feuerkraft. Dann damit. Komm, stopp ein Mittel. Da schießt doch keiner auf dich. Nur Gott 6. Als Maul. Verdammt. Da haben sie noch gekommen, aber. Ich brauche nicht zu schießen, du Penner. Ja, ich brauche Linkfleisch. Warum hast du einen Raketen? Wo hast du einen Raketenwerfer? Vielleicht auch. Das war die Sonderausstattung, die gab's bei Deutsche und Gabbana. Davon habe ich noch mehr auf Lager. Hui! Sorry. Ich wollte Rampe für euch spielen, aber. Er sagt sorry. Aber ich steck auch auf dich, kann ich auf der Ball nicht finden. Also. Hört, schalt den Wolf aus. Los, los, los. Was war eine verschwendete Rakete? Warum? War egal. Was denn du als hast nachgeladen. Ich kenn. Ich möchte nicht wissen, wie viele Granaten ich schon weggepackt habe wegen Nachladen. Wegen falschen Nachladen. So blöd, ey. Oh, ja. Hallo, was soll denn das? Okay, Alter. Was ist denn Typen? Ja, das war gerade, ich glaub, das ist ein 30 Minuten Timer. So. Also ich stehe halt einfach instant einen Millimeter zu weit hin. Siehst du hier mit einem Scharfschützen weg? Ja, sag auch so. Ach, cool. Ah, komm vor. Ich dachte, ich muss umgespielt werden. Nein, jetzt hat er schon wieder nachgeladen. Ich hab's gemerkt, ja. Das ist eine Granate in der Nähe explodiert. Aber eine UNSC-Granate. Das kannst du nicht ausdenken. Oh. Der Goldene da oben, gell? Ja, da oben, da unten, also da wo das Ding ist, da ist noch einiges, aber das Gold ist gerade unterwegs. Zack. Achtung, Achtung. Macht nichts, du kannst nur so keine Munition haben. Der lässt zwei Benjis runter. Ja. Und der Goldene ist ja immer noch auf dem Dach über dir. Limbo. Ja, werde ich dann nach. Ach. Wo denn? Auf dem Dach von dem Gebäude. Ja, nee, jetzt ganz vorne an der Ecke. Bist du weit weg? Was so ähnlich aus. Mit Handy den Reset-Knopf. Mit
Töten wir den Reset-Kopf geöffnet? Ja, mach ich. Ah, komm, so Skills aber, ne? Naja, ich hab noch einen Reset-Knopf. So, da kommt ein Ghost und ein Banshee. Noble Strike, Noble 1 hier. Kommt schleunig zurück zur Schwertbasis. Kommt schon, Commander. 6, los geht's. Wo kann man, wo gab's die ganzen Skills jetzt? Gut gemacht, Spartans. Zurück zur Schwertbasis. Der Rest ihres Teams kommt auch gleich. Aber laufen habe ich ja als Grundskill. Da unten steht hier der, der Warthog mit dem hübschen Geschütz. Hey, Spark. Hab ich. Ich halt mein Ghost, solange es, also mein Ghost, wie er hier heißt. Hier ist es so sauber, dass man vom Boden essen kann. Oh, wir lassen uns jetzt von der KI fahren. Das ist aber gewagt. Das ist aber gewagt. Achtung, Noble. Allianz Corvette geht in Position. Cat, 6. Komm schnell her. Wir treffen uns drinnen. Oh, das ist so geil. Ein Gauss-Schuss. Das hat ihn halt einfach weggepreselt. Sehr nice. Ja, ist ja nice. Ist halt gut. Hm, die KI hat dich gerade getötet. Gut gemacht. Aber noch kurz, Ich hab hier Waffen liegen, glaube ich. Ja. Heiße! Die Waffe will ich haben. Und eigentlich wollte ich noch mein... Ja, cool. Das DMR hat halt Perfekt. Einfach... Du Scheiße. Ja, er geht halt so offensiv dran, der die KI-Steuerung. Der fährt halt... Einfach mal like button. Oh, mitten, cool. mitten nein. Warum kannst du das hier nicht landen? Ist der abgehauen, einer, oder? Nee, ich hab. Das ist aber noch was anderes, Großes. Hab ich drauf geschossen. Also, er ist dann mit dem Gauss-Geschütz zusammen abgehauen. Wir stecken im Turmatrium fest. Cat, wo seid ihr? Öffnen gerade das Tor. War da auch irgendwas Fettes drin? Erstmal nicht. Hier gibt es wieder neue Skills. Das Schild. Wir müssen ja eh auf. Sorry. Leider. Das ist ein sehr trauriger Moment gewesen. Das war ein trauriger Moment. Wieso, was war ein traurig? Ja. Wobei, man konnte sich hier durchballern. Wenn du jetzt hier auf diese Dinger schießt, mit dem Gauss geschützt, dann kannst du die kaputt machen. Dann kannst du den Warthog weiter... Ja, mit dem Warthog. Aber nicht mit dem Gauss. Hä? Nee, das ist auch gut. Bist du mit dem Gauss geschützt, bist du doch nicht hier durchgekommen. Seite hättest du vielleicht noch abschließen müssen. Nee, irgendwo. Komm. Kannst du dich da vorne mal draufstellen? Oder einfach mal gegenboxen? Ja, perfekt. Ja, was doch weißt du noch ganz genau? Ich dachte, ich habe einen Schützen, dann kann ich da weiterfahren. Nee, ich habe hab das Ding gerade weggeschnappt. Jetzt hat es drüber geschafft und ich bin direkt reingesprungen.
Ich hab wieder gedacht, komm. Ui, das muss meins sein. Da drüben sind noch hier diese Hessel. Der ist weg. Da unten sind die Jäger. Jäger? Ja, genau. Gleich zwei Jäger. Stück. Wir sind immer paarweise am Start. Was ist das? Ich weiß, deswegen hier rein und wieder raus. Ganz gut. Aber ich hab hier echt beschissene Möglichkeiten. Schau mal rechts ran. Okay. Lass meine Freunde rein, oh, okay. Ja. Den Aufzug nehmen, Lieutenant. So. Ja, das war tatsächlich einfach. So einfach war das noch nie. Nervig gewesen. Warum war das so einfach? So einfach? So einfach. So einfach. So einfach war es nie. Wow. Das ist. Irgendwo wollen ja auch irgendwelche Schäden. Aber die hab ich echt nicht mehr. Die Korvette gibt sich echt Mühe. Wo ist die Orbitalunterstützung? Die könnte sich doch mit geil. Nur einem MAW-Geschoss ausschalten. Das ist gerade hochgeschmolzen, das beide angewinkelt. Ja, das habt ihr alle gemacht. Alle so. Ja. Ich hab das auch nur ein wegen der Skill. Nee, das hat mein Skill aber mit euch gemacht. Auf diese Granate jetzt? Ah, RB. Ja, wir müssen versuchen, Krampo umzugewöhnen, gell? Ich hab nur keine Granate aus der Höhe geworfen. Oh, du bist ja so toll. Sieg! Arsch. Was hat er gemacht? Er hat mich totgeprügelt und Sieg gesagt. Och je. So hat er lieber für den auf einmal her. Und oh, das ist ja Scheiß. Was wollte das denn jetzt noch? Na, ich. Ich war das nicht mit dir. Ey, der ist tot, du wirst noch eine Granate. Nein, aufnehmen. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht tot. Also, du hast doch keine Granate. Die Hoffnung hinter mir, George, sorgt dafür, dass er auch ankommt. Auf jeden Fall. So, er sorgt dafür, dass er auch ankommt. George trinkt schon den Jungle. Also, das haben wir gut gemacht. Das ist ja zwar nicht so mit so einem lustigen Geräusch, gell, aber wenn du die Grunts hast mit diesen großen Gaskanistern hinten auf dem Rücken, also mit dem die Nummer größer und schießt da ein Loch rein, ist es halt auch sehr, sehr witzig. Wie bitte? Unsere Lieblings-Swat-Map. Ja, die war für Swat geil. Die Korvette macht Kleinholz aus der Basis. Lagebericht, Noble. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche noch einen Spot hier oben. Sechs, geh ins oberste Geschoss und hilf Emil. Geh ins oberste Geschoss und hilf Emil. Ich hab noch nie die falsche Wahl getroffen. Hier ist der, Allianz-Karabiner, wer auf den Lust hat. Achtung! Ja, Achtung! Headshot heißt das! Nicht Achtung! Na, eigentlich hätte ich mal gerade sterben sollen. Oh, ich bin
Vielleicht ist es nicht du. Ich weiß. Ein bisschen dumm finde ich, dass die Fähigkeit weg, also diese neu ausgerüstete dann, die liegt dann auch nicht rum. Ich habe zum Beispiel, ich habe dieses Schild-Ding da. Ja, und bei einem Respawn hast du wieder Flickzustände. Was besser für mich ist, gell, das entscheide ich bitte immer noch selber. Commander, noch eine Salve von der Korvette überschlägt die Basis nicht. Banshees ausschalten. Na, Lieutenant, die Longswords müssen in die Luft. Boah, der hat ihn gerade abgeschossen, den wollte ich doch haben. Ich hab den abgeschossen. Ich wollte ihn doch schön mit dem Messer. Schalte den auf! Mach's bereit! Sind wir jetzt schon durch? Das ist komisch. Ah, es ist bin sehr effizient, würde ich sagen. Das ist eigentlich immer noch Mission 1, ja? Der mit der Schwertbasis ist das so. Ich glaube nicht mehr Mission 1. Endlich! Sehen wir mal jemanden hauen. Sehen wir mal jemanden hauen. Kleinen Tipp. Den verbündeten Marines nimm mal die Waffe. So Raketen davor oder so in die Hand. Ja, nicht. Wieso soll ich den Raketen da in die Hand drin? Weil wir endlich Munition haben. Jetzt müssen wir das große Ding abschieben. Der Raketenwerfer ist klar zu suchen. Ich hab den am letzten Raketenwerfer. Ja, das war's. Ja, so läuft das bei uns, Spock. Noble Team, die Longswords treten in Aktion. Die orbitale Verteidigung ist schussbereit. Ach, Orbitalium. Gut umfetzt. Das ist eine große Schiffe. Das fängt nicht gleich schon an zu machen. Oh, zack. Das wird erstmal orbital. Schön, oder? Jemand sollte ein Foto machen. Ja. Übrigens, gut gemacht. Immer gerne. 5-6 in den Forschungsflügel. Dr. Horsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Horsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Ja, gut. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre schon mein halbes Leben. Stimmt, die wurden ja noch rekrutiert damals. Ich habe Ihre Hilfe angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden. Nee, das war ja ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. Die Einzelnen waren einfach Militärs, die in die Anzeige gesteckt wurden. Es ist so lange her. Ja, Mom, so. Was hast richtig du meiner Panzerung angetan? Nur ein paar Ergänzungen. Das Spartan 5 Programm, wo dann der Master Chief dazugehört, war ja das dann mit dem Kinderadoptieren. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xenos. Das hast du jetzt selbst gesagt, Kinderadoptieren. Vielleicht können sie seinen Tod aufklären. Kinderentführer. Männlicher Zivilist, Mitte 60, stapelt ein Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Genau. Uns haben sie auch angegriffen. Kurz nachdem wir die Tochter ihres Forschers fanden. Sie hatte sich in... Drei. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie ihr Anführer aus. Wenn du sagst, ganz sicher? Panzerung stimmt überein.
Feldstärke auf. Also wenn der Master Chief sagen würde, ich kenne sie schon mein halbes Leben, dann stimmt das ja auch, weil er wurde jetzt circa mit 10 Jahren entführt. Mit 8 Jahren wurde er entführt. Und wir spielen ihn ja quasi in Halo 1, dann müsste er so um die 14 sein. Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten später. Wie auch schon in King of the Hill von dem mit 14 ein Körper eines erwachsenen Athleten. Windig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Ich bin ja mal auf Infinity. Sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen. Professor Sorwarts letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Wie schlecht ist ihr denn geschminkt? Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden. Sie sind in der blauen Hoffentlich Nase, ist es auf ja, dem Datenmodul, das ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Irgendeine andere Pigmentstörung? Cat. Bevor Sie fragen, ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen. Man möchte Ihnen Seite reichen. Unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Das, wie bitte? Das hat sie jetzt gerade der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Auf jeden Fall. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ist das eine Drohung, Commander? Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Na los, Noble Team. Ja, das sind nämlich die Spartan, also die zukünftigen Pläne. Das wär's erstmal, John. Der Erschaffung des Spartans drauf. Deswegen war Reach nämlich so wichtig, weil Reach nämlich die erste Basis war. Aquiamendli, immer noch scharf. Ja, bin ich ja. Oh, richtig drauf. Levelpunktzahl. 20 Riesen. Mit. Ja, wie viele noch einer. Erfolge, ey. Ja, für die Mission selber, Junge. So, das war der zweite. Oh ja, Scharfschützenmission. Naja, wir haben 7000 G, will ich mal sagen. Ne? 7000? Ja, gut. Insgesamt für alles. Ah, das wird man nicht. Wir haben ja schon zu ein paar Spielen, haben wir ja schon voll gekocht. Reach ist ja jetzt einfach mal. Reach ODST ist neu und der Rest ist verschwommen. Bei den Rest hat mich ja einfach nur wieder die Spiele verarscht, weil wir haben die auch schon auf legendär gespielt und ich habe bei der Hälfte der Levels einen legendären Erfolg bekommen. Bitte. Aber das macht Halo mit mir schon seitdem es das gibt. Grundsätzlich. Seitdem es Erfolge gibt, ja. Halo 3 damals, stimmt. Ja. Also immer wenn legendär gespielt wird im Koop, kriegen alle Koop-Mitspieler die dazugehörigen Erfolge. Bericht später und Bravo, ich 3 und 6 in Position. Es wird langsam ganz schön voll hier, Kerl. Also es ist wirklich mittlerweile als damals zu einem Running Gag geworden. Alle Allianzstrukturen melden. Sofortmaßnahmen könnten vonnöten sein. Verstanden. Wenn Cat eine Mission leitet, sind Sofortmaßnahmen immer nötig. Ja, die brauchst du vielleicht. Durchbohrt Panzerung mit Hochgeschwindigkeit. Haut einen Eliten selbst in 2 Kilometer Entfernung um. Und sind teuer. Ja, glaube ich nicht dran. Glaube ich auch nicht. Der Elite hat nämlich auch noch ein Schild. Jonas. Doch, ein Headshot ist doch eigentlich tödlich. Ah, eigentlich hätte ich sogar fast richtig dolle Bock auf oben. Lieber, das ist ja so Taktikgeschichte. Ja. So, denk an Nachsichtgeräte. Ist schon an. Die Allianz blockiert die Geräte? Scheint so. Und Kommando, wir wissen, was sie verstecken. Elite, der gehört dir. Leise erledigen. Wie geht's nochmal nachkommen? Recht das Dick. Aus 2 Kilometer nicht immer, aus 20 Meter kriegt ein Kopfschuss und tot, Alter. So, noch ein Arsch. Hier ist die Hologramm-Scheiße. Boah, verdammt, was war denn das? Schön, dass der mich sieht. Alter, zwei Schuss hat er auch überlebt. Hi, Ju, Schumi.
Alter Mori. Was, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderschön. Kannst aber auch gleich schon Mahlzeit sagen, theoretisch. Grüße. Aber lass es mal gelten. Wie macht man die zweite Zoom-Stufe denn, Leute? Indem man es nicht gedrückt hält, sondern tippt. Ah, okay. Wenn man es hier gedrückt hält, ist es, ja. Geht man wieder raus. Das ist ein fester Zoom, ist schon klar. Wo springt es denn hin? So, Headshot voll in die Ass. Ja. Ein in die Ass, Junge. Ja, der verliert nicht mal sein Schild. Grüß dich, Limbo, schreibt er. Hallo. Auch noch stark unsichtbar ist. Jetzt nicht mehr. Dann nicht mehr stark unsichtbar ist. Unlebendig. Ach, das ist so ein Hardcore-Elite-Elite. Und haben wir ihn erwischt. Ja, zu zweit haben wir. Das war aber echt Munitionsverschwendung, ey. Noch ein Schuss. Also ich kann mir selbst noch die Mühe geben mit der Waffe oder was. Auf Ziel halten! Ich bring dich um! Ich kann hier in einer Tour ein düsenangetriebenes Fluggerät über meine Stadt. Ja. Ach doch, ich weiß ja, es ist ja wieder August. Was gibt's im August? Im August gibt's über mein Bundesland die Freigabe für Tiefflugübungen im Gebirge. Achso. Ach so. Ah. Wow, hier kommt ein ganzer Trupp. Und das ist in Deutschland, wenn man nicht unbedingt grenznah solche Übungen machen möchte, nicht an vielen, vielen Stellen möglich. Bitte. Wie muss man das in Thüringen machen, weil wenn man das zu grenznah macht, regen sich wieder drei Toten auf. So, und Johnny, was geht heute ab? Hier. Ich habe nicht gefragt, was geht. Das? Eine Grenade. Grüß dich, Limbo. Ja, nicht viel. Hock gerade nur in der Arbeit. Alter, schreibt bitte Hochdeutsch. Und bei dir bzw. euch, naja, wir spielen die Halo Master Chief Collection in der chronologisch richtigen Reihenfolge. Was uns bestimmt genauso viel Spaß machen wird, wie Star Wars in der chronologisch richtigen Reihenfolge zu gucken. Anfangs ist es nämlich lustig, dann wird es komisch und dann wird es wieder in Ordnung. Ja.
chronologisch richtig heißt gute Grafik, schlechte Grafik, mittlere Grafik. Obwohl, 1 und 2 sind ja Anniversary, sind ja überarbeitet, gell? Ja, kannst aber auch in den alten. Ja, ja, werde ich nicht machen. Gibt's sogar einen Erfolg dafür? Ich weiß. Ich glaube, den habe ich aber schon, deswegen muss das glaube ich nicht sein. Also gibt's ja Erfolg dafür, dass du jedes Level einmal anguckst mit der komischen Grafik, nicht durchspielst. Ja, du musst bloß einmal pro Level. Taste, die man drücken muss, dann, wenn du... Ja, genau, Steuerkreuz irgendwo, irgendwas. Steuerkreuz nach oben. Ja, und man muss jede, in jedem Level nur einmal, wie die Busse alle rumpennen hier. Ja, ich hab's so. Einfach nur Nachtsicht. Ja, das Spiel gibt's ja nicht in der anderen Grafik. Hast du nicht überarbeitet? Oder? Das ist auch. Nee. Das ist niemals so hübsch. Scheinbar. Ich dachte nicht, dass hier irgendwas mit Anniversary steht oder so. Das ist ja auch nicht überarbeitet. Siehst du? Du hast gesagt. Wir müssen noch irgendwas dran geändert haben, zumindest ein bisschen optimiert ist es wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Xbox One. Deswegen haben sie auch kein richtiges Team draus gemacht. Ja, ich bin in beschissener Position. Irgendwo hin. Das Scharfschützen lohnt. Wow. Nimmst du mich hier durch die Kante, Alter? Gefährlich. Oh, gleich kommt dieser riesen Tier. Oder? Das war doch das erste Mal, wo man diese riesen Viecher trifft. Wie hier? Das ist die Wilden. Wo bist denn du? Ja, ich bin hier. Und übelst weiter, oder? Ja, ganz sitzen mit einem Bächchen anscheinend. Ganz toll. Sind wir hier da hinten? Ich wurde hier hingebeamt. Was soll ich denn sonst? Ich wurde da nicht hingebeamt. Ich wurde hier hingebeamt. Ich stand auf einmal an dem Bäumchen da vorne. Halo, der einzige Grund, warum man sich eine Xbox holt. Nee, da gibt's schon mehr. Ja, Halo 2, Halo 3. Halo 4. Ja. Jetzt auch noch voll, wenn man die am Leben lässt, gell? In der Tat steht Romano. Das war ein einheimisches Geschöpf namens Kuta. Ja, das war ein einheimisches Geschöpf. Los, nehmen wir den Vater von. Also es gibt echt viele Gründe dafür, nichts mehr. Früher gab es noch mehr. Ich glaube, vorher ein bisschen nachgebessert in seinen Online-Funktionen, aber das war's dann auch. Ja. Gesundheit. Ja, das ist zum Beispiel, also ich habe PlayStation immer zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal über die Konsolen-Thematik sprechen wollen, ich habe die PlayStation Schüsse. Immer als die Konsole empfunden, die Omi dir mitbringt, wenn du sagst, du möchtest eine Konsole. Ja, logisch. Weil die Omi dann nämlich in den Laden geht und sagt, ich hätte gerne eine Spielekonsole und der Spielekonsolenhändler oder die Omi sagt am besten noch hier PlayStation oder sowas. Und dabei ist es dem Sohn eigentlich gar, also, oder vielleicht wollte der Sohn noch was ganz anderes, einfach eine Spielekonsole, weil die Omi nicht weiß, was kaufen wird. Ja, so hieß es halt immer. Damals auch PlayStation ist halt so eine Konsole. Ich muss erst nach 5 mal auf so einen scheiß kleinen Run schießen.
und mit Leistungsgedöns und Gekäu über PlayStation und Xbox und sowas. Damit muss ich mir gar keine Diskussion anfangen, weil das ist absoluter Dünnschiss, wenn man irgendwas mit Grafikleistung haben will und sonst sowas. Dann muss man sich einen PC kaufen und muss richtig Geld in die Hand nehmen. Und dann alle paar Monate eine neue, ja, neue Hardware kaufen. Aber man muss nicht mit Konsolen anfangen, da jetzt großartig Gespräche zu führen, welche da jetzt grafisch besser ist. Also das ist der größte Dünnschiss. Da kommt noch ein Landungsschiff. Und Exklusivtitel bei der PlayStation. Ich brauche einen besseren Winkel. Gab's denn da? Diese Uncharted-Geschichten und sowas. Ist es Uncharted oder was war das? Life is Strange noch? Ja. Was sonst ein Exklusivding anfangen? Nee, nicht andere. Na, ich komme nicht drauf. Ja, ich weiß schon. Eine super gehypte. Ja, der hat mich gesehen, der Fuß. Nee, ich weiß nicht, was das super gehypt war. Achso, wo wir gerade so dabei sind, das war's jetzt mit Part 3 von Halo Reach. Auf legendär. Jetzt nur zum Ende. Ne, bist du ein Arsch. Gut, also schaltet auch beim nächsten Mal ein.